Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind hier wieder bei Familie Mondschein. Und sie ist ein bisschen gestresst von ihren Babys. Haben wir sie jetzt schon wieder geschwängert? Müssen wir das noch machen? Ja, müssen wir noch. Wir hatten... das waren jetzt noch nicht Zac Efrons Kinder, ne? Moment. Wir müssen mit dem noch ein Kind machen, genau. Aktuelle Kinder 1, also deswegen ist das nicht unseres. Deswegen laden wir ihn mal eben ein. 2, 4, ja. Wir haben auf jeden Fall noch Platz im Haus, deswegen laden wir ihn ein. Und, ne, wir wollen natürlich ein Kind von ihm haben. Und das, werden wir auf jeden Fall hinkriegen im Leben. So, sie schläft. Was macht ihr? Habt ihr Probleme in eurem Leben? Du hast das fertig. Hast du deine Hausaufgaben? Nein, nicht in Weltplatz 10, hör auf. Bitte mal Hausaufgaben, danke. Und du hast deine Hausaufgaben auch schon gemacht? Bist auch schon an Level 3, das ist gut. Da ist er auch schon. Können wir ihn direkt fragen, ob wir ein Baby machen wollen? Ja, wir können auch gerne hochgehen. Kein Problem. Die Kids... Moment, ich muss kurz nachgucken, wann die gealtert werden. Montag. Okay. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist dann nämlich schon morgen. Yay. Wie sieht es denn bei dir aus und deinen Fähigkeiten? Eigentlich ganz gut. Mir fehlt auch schon nicht mehr viel. Das ist gut. Es wäre sinnvoll, wenn wir sie heute noch altern könnten. Weil, dann könnte sie morgen direkt zur Schule gehen. So, und euch wünsche ich sehr viel Spaß im Leben. So, ich hoffe, du bist jetzt direkt fertig damit, mit deinem Leben hier. Weil wir wollen nämlich einen Schwangerschaftstest machen. Level 3, perfekt, Girl. I love you. Jetzt fehlt nur noch Fantasie und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ist sie gerade von dort aus eingestiegen? Warum? Da hast du gar keinen Platz, aber kein Ding. Ja, sie ist schwanger. Dem Kind geht's kacke. Super. We love it. Sie ist Level 3. Perfekt. We love it. We love it, love it. Hier ist der Kuchen. Mutti, bist du bereit, dein Kind zu altern? Sie ist richtig happy. Oh, Baby. Alles Gute zum Geburtstag. Ich bin gespannt, wie sie aussehen wird. So, sie ist auf jeden Fall ein Chaot. Und total motorisch. Und oh, sehr blaue Spitzen quasi. Also hat so Ombre-Färbung, cool. Lol, ich kenne mich aus mit der Modewelt. Oh ja. Ich würde die erst in den Create a Sim schicken, wenn die beiden hier auch gealtert sind, weil es ist ja nicht mehr viel Zeit bis dahin. Und dann wäre das natürlich sinnvoller. Tag der neuen Fähigkeit ist so geil, weil guck mal, wie schnell diese Fähigkeit dir gerade steigt. Sieht gut aus. Ich habe dir Geld geschickt. Oh, danke, Bruder. Alles tut weh wegen Schwangerschaft. Oh, Girl. I'm so sorry. Sie hat einfach jetzt schon Level 4 in Kreativität. Das heißt, sie muss halt sich quasi nur noch um die Hausaufgaben kümmern letztendlich. Geil. So, dann kümmern wir uns auch um die schmutzige Windel. Und dann werden wir die beiden einfach mal altern. Engelsgleich. Woo! Und du bist Heike. We love it. Wir brauchen das Geld eigentlich gar nicht, aber egal. Wir sind eigentlich ziemlich reich, wenn wir ehrlich sind. Wir brauchen diesen Mülleimer auch eigentlich gar nicht mehr. Aber egal. Alter, wir kriegen immer so viel. Wir brauchen das Geld einfach nicht mehr. Und das ist trotzdem halt so extrem. Ach, wir wollten ja noch in den Create a Sim gehen, ne? Gut, dann müssen wir das mal eben nachholen. Das haben wir nämlich bisher noch nicht getan im Leben. Thank you.
ist fast leer. Scheiße. Ich hoffe, er hält noch, bis das hier vorbei ist im Leben. Weil sonst ist schlecht. Man kann doch, glaube ich, diese Altmaterialien auch kaufen, oder? Ja, yes, wir brauchen noch 10 und ich habe keine Lust mehr. Deswegen kaufe ich die mal eben. Und dann können wir den hier bauen. Und ich möchte einen Mintgrün haben, bitte. 2 Erzählerinnen. 1 Erzähler und 1 Erzähler. Jawollo. So wollen wir das doch haben hier im Leben. Weil euch wollen wir hier nicht mehr haben im Leben, ja? Ihr dürft mich jetzt endlich ausziehen. Tschüss. Man sieht sich. Dreckig alt werden. Man kennt's. Also alt. Junger Erwachsener, aber trotzdem. Er ist Kind des Meeres. Bitte Kerzen. Dann kann dein Bro auch noch ran. Let's go. Und du bist ein Hundefreund. Dann mach nochmal Kerzchen drauf. Und dann sind wir dann mit euch. Dann können wir euch entfernen. Sie hat sich schon wieder schocken lassen, Alter. Ich raste bald irgendwann komplett aus. Aber sie sich immer schocken lässt, wenn sie schwanger ist. Aber sonst geht immer alles so gut. So, hä? Ein Schulprojekt. Scheiße, ich habe bei denen das Schulprojekt nicht rausgenommen. Ich habe nicht gesehen, dass die welche bekommen haben. Haben wir überhaupt Platz für Schulprojekte im Haus? Ja, hier oben. Na gut, da kann sie das ja wohl machen. I'm sorry, aber darum musst du dich jetzt einmal kümmern. Sie wird schon nicht zu müde sein. Passt schon. Xenia, geh weg. Nein! Sie hat das ganze Tag nicht geschafft. Und ist dann schlafen gegangen. Aber egal. Das kann sie morgen früh noch schnell schaffen. I'm sorry, aber du musst das nochmal kurz abschließen im Leben. Und danach kannst du vielleicht noch deine Zusatzhausaufgaben machen. Yay, yeah, das ist fertig. Cool. Das hättest du auch gestern Abend noch machen können. Aber naja. So, vielleicht schaffst du deine Hausaufgaben noch. Das wäre cool. So, nochmal ein bisschen Geld. Süß, mein kleiner Bauch. Oh, oh Mann. Oh mein Gott, wir haben jetzt einen Putzbot. Name. Sparky. Oh. Na gut. Und damit würde ich sagen, beenden wir jetzt auch die Folge, bevor jetzt meine Kamera ausgeht und so. Wir wollen das natürlich nicht, Kinder. Wir wollen noch mein wunderhübsches Gesicht begutachten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!